Philipp Matthias Präge, Präsident von der AMO Oberwallis. Wie ist die Oberwalliser Musikschule bis jetzt durch die Corona-Krise gekommen? Ja, es hat ganz früh angefangen. Wir haben gewisse Lehrpersonen, die in Italien arbeiten, und wir haben frühzeitig entschieden, die in Italien zu lassen. Und nachher haben wir das als Chance angesehen, haben probiert, das Beste zu machen. Und ich glaube, für uns ist es sehr erfolgreich verlaufen. Wir haben in kürzester Zeit fast 50% von Schülerinnen und Schülern digital unterrichten. Und das hoffe ich, dass das auch nachhaltig bei uns erhalten bleiben wird. Wie hat man das organisiert? Hat da jeder Lehrer selber einen Effort müssen leisten und den Unterricht kann noch gewährleisten? Und wie haben vor allem auch die Schülerinnen und Schüler da reagiert? Wie funktioniert so ein Unterricht auf digitaler Art? Also wir haben mit Beat Jacki einen Pionier, der schon eine längere Zeit an dem tüftelt. Und der hat natürlich den anderen Lehrpersonen in der schwierigen Zeit behilflich sein. Das funktioniert in dem Sinn, dass eigentlich beide, der Musiklehrer und die Schülerinnen und Schüler, am Gerät sitzen, am iPad beispielsweise oder am Computer, und da über Skype, über spezielle Programme den Unterricht machen. Okay, natürlich in gewissen Instrumenten viel besser. Beispielsweise im Schlagzeug funktioniert es sehr gut, in anderen funktioniert es ein bisschen weniger gut, aber das tut man jetzt austarieren. Machbar ist das nur gewesen, weil die Schülerinnen und Schüler, vor allem auch die Eltern, die diese Stunden bezahlen, eine grosse Flexibilität hatten. Wir waren halt auch angewiesen gewesen, dass die überhaupt einwilligen, dass wir sie digital unterrichten können. Und möglich ist es auch nur gewesen, weil unsere Lehrpersonen wirklich einen Effort geleistet haben. Aber ich bin überzeugt, wir können gute Erfahrungen daraus ziehen und in der Zukunft sollte das wirklich eine Chance darstellen. Was passiert aber nach dem 11. Mai? Kommt dann wieder der ganz normale Unterricht zum Tragen? Ja, für uns ist klar, wir wollen mehrheitlich auch zukünftig natürlich nicht digital Unterricht anbieten, sondern wirklich 1:1 Unterricht. Und ab dem 11. Mai ist für uns klar, dass wir wieder normal unterrichten wollen. Wird ihr das mit den Unterwalser Musikschulen der beiden anderen Kanten natürlich absprechen. Ob es der 11. Mai ist, aus unserer Sicht zählt es aber der 11. Mai sein. Dann kann man wirklich noch einen guten Monat die Schülerinnen und Schüler unterrichten. Und dann können wir, glaube ich, auf ein gutes Jahr zurückblicken. Die Eltern, die nicht in eine digitale Unterrichtung gewilligt haben oder da, was bei Lehrpersonen nicht möglich war, für die ist es halt einfach ein verkürztes Jahr, aber für die Kästen müssen sie nicht aufkommen. Wir werden also nur das in Rechnung stellen, was wir euch wirklich unterrichtet haben.